Tja, weißt du, woran die Zuschauer sehen, dass ich immer einen Gesamtsieger hier stehen habe? Ihr seid diejenigen, die am meisten schnaufen. Aber auch zu Recht, weil ihr musstet ja auch am meisten die Arschbacken zusammenkneifen. Ja. Wir hatten heute dreimal Master Bodybuilding-Klassen, Master über 50, Master über 60. Drei Klassen wurden zusammengepackt, Bodybuilding, Master 50 und über 60 fürs Gesamtsieger stecken, richtig? Mhm. Und du bist es geworden. 9:0, ne? 9:0! Jetzt kann er ein T-Shirt machen wie der Markus Hoffmann, ne? Wie der David Hoffmann, 9:0. Soll er dir einfach einen schicken? Brauchst du nicht produzieren? David, ein T-Shirt bitte. Sehr geil. Ich habe eben schon mit dem Sieger über 50 gesprochen und es ist einfach faszinierend, immer wieder, habe ich auch schon zu ihm gesagt, wenn ihr, sprich die Mastermänner, in den Backstage-Bereich kommt, kehrt eine totale Ruhe ein. Liegt das an der Erfahrung in dem Sport? Liegt das an der Erfahrung des Alters? Woran könnte das liegen? Ja, ich denke, dass das einfach am sogenannten Oldschool-Bodybuilding liegt. Ne? Wir haben es in den 80er, 90er Jahren gelernt, dass man einfach ruhig bleiben muss, dass man nicht den ganzen Tag am Handy rumfummelt hinter der Bühne und so weiter. Ne? Man muss halt einfach ruhig bleiben, seine Sache machen und sich auf den Wettkampf konzentrieren. Das ist der absolute Hammer, liebe Zuschauer. Das müsst ihr euch mal anschauen im Backstage-Bereich. Wir haben junge Athleten hier, 19, 20 Jahre, die kommen mit einem halben Fitnessstudio an. Die haben Hanteln, die können sie gar nicht tragen. Dann wird gepumpt. Ihr kommt hier hinter, ihr seid die absolute Ruhe. Ihr bringt hier richtig Harmonie rein. Und dann steht ihr da auf der Bühne und ist mit einer der geilsten Klassen. Definitiv. Ja, ich meine, wenn man am Wettkampftag früh keine Muskeln hat, dann kann man es auch mit großen Hanteln hinter der Bühne nicht mehr hermachen. Ne? Die Hausaufgaben müssen zu Hause gemacht werden. Und dann kann man beruhigt, konzentriert im Wettkampf fahren und sein Ding machen. Jetzt ist es natürlich auch das Alter an sich, dass die Erfahrung mitbringen. Klar, ja. Da können die 20-Jährigen sich eine Scheibe abschneiden. Aber gerade du als alter Hase in dem Sport, was würdest du den jungen Zuschauern da draußen mit auf den Weg geben? Zwei Punkte, wo du sagst, haltet euch daran und euch sind alle Türen geöffnet. Ich denke, man muss für den Sport irgendwo geboren sein. Man kann ihn nicht erzwingen. Bei mir war es so, ich habe schon in der Grundschule trainiert, bevor ich in die Schule gegangen bin, um 6 Uhr früh. Und das war vor über 30 Jahren. Ne? Und entweder man mag das und man liebt es oder man kann es irgendwie, glaube ich, nicht erzwingen. Das muss man im Blut haben. Und natürlich ist es ein Leben, das sehr extrem ist oder beziehungsweise auch sehr eingeschränkt ist, aber auch nur zu Wettkampfform. Ich habe auch zwei Kinder, um die ich mich kümmern muss und Familie und so. Und es geht alles, wenn man mag. Ne? Also man muss da nicht irgendwie großartig rumspinnen oder sich da irgendwelche Sachen einreden lassen. Man muss einfach sein Ding machen und sich durchkämpfen und durchbeißen, wie im anderen Leben auch. Ganz einfach. Ne? Sehr geil. Philosophie fürs Leben, Philosophie für die Bühne. Wir wünschen dir weiterhin noch viel Erfolg, wünschen dir natürlich noch auch einen schönen Abend in Bochum, schönen Aufenthalt. Und liebe jungen Sportler, schaut euch mal die Masters an. Da könnt ihr euch eine Scheibe abschneiden. Dankeschön. Schönen Abend noch. Ciao. Ciao.